Sie hatten 300.000 für ein Haus gespart. Aber nur 100.000 deckt der Staat. Alles andere ist weg, sagen die Zeitungen heute Morgen. Und wer hätte das gedacht, dass selbst die Hausbank von der Oma korrupt war? Sie sollten einfach auf Urlaub fahren, weit, weit weg, und tiefe Luft holen in einem riesigen Swimmingpool, durch einen Wasserfall und immer weiter schwimmen. Wenn schon nicht im Geld, dann wenigstens weit weg, weit weg und nie wieder kommen. Es ist nur Geld, 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 Geld. Es ist nur Geld, 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 Geld. Klausi und Julia haben einen Sohn. Und Josua wird bald 3, genau wie mein Sohn auch. Und es war nicht mal nur ihr Geld, sondern das ihrer Eltern. Seit Jahrzehnten gespart. Die Oma vom Jose hat ein Nagelstudio in Schattendorf und alles in Trümmern. Sie sollten einfach auf Urlaub fahren, weit, weit weg und tief untertauchen in einem riesigen Swimmingpool, durch einen Wasserfall und immer weiter schwimmen. Wenn schon nicht zum Geld, dann wenigstens weit weg, weit weg und nie wieder kommen. Es ist nur Geld, 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 Geld. Es ist nur Geld, Geld. Stehen sie da auf einem leeren Grundstück. Josua buddelt, vielleicht findet der Bur nur einen Schatz, dass Klausi noch nach Scherzen ist. Sie hatten 300.000 für ein Haus gespart. Aber nur 100.000 deckt der Staat. Alles andere ist weg, weit, weit weg. Ein Drittel Traum für ein ganzes Leben. Tut mir leid.